Wir Menschen lieben den Sommer, aber für unsere Hunde ist die Hitze anstrengend. Sie haben ja ein Fell und das kann man sich bekanntlich nicht ausziehen. Neben viel Trinken, Schatten und Ausflügen ans Wasser kannst du deinem Hund mit leckeren Snacks zur Abkühlung verhelfen und das auch noch auf ganz gesunde Art. Im folgenden Video stellen wir dir 9 Obst- und Gemüsesorten vor, die Hunde im Sommer lieben. Nummer 1. Wassermelone. Wassermelonen tragen bestens zur Flüssigkeitsversorgung bei, da sie zu 90% aus Wasser bestehen. Gut ist auch, dass Melonen nur wenig Zucker enthalten. Unbegrenzt viel darf dein Hund trotzdem nicht fressen. Kleine Hunde sollten nur 30 bis 50 Gramm, große Hunde maximal 150 Gramm pro Tag kriegen. Die Schale ist im Gegensatz zum Fruchtfleisch aber schwer verdaulich und sollte logischerweise nicht mitgefressen werden. Nummer 2. Honigmelone. Wenn Wassermelone auf die Dauer zu langweilig wird, kannst du auch mit Honigmelone Abwechslung in den Sommerspeiseplan bringen. Der Geschmack ist anders, aber der kühlende Effekt ist der gleiche. Auch hier gilt natürlich, dass du die Schale sorgfältig entfernen und die Mengenempfehlung wie bei der Wassermelone beachten musst. Nummer 3. Birne. Super beliebt bei Hunden sind auch Birnen. Das liegt sicherlich an ihrem süßen Geschmack. Birnen sind aber nicht nur lecker, sondern haben auch viele wichtige Vitamine und sind sehr saftig, sodass sie ein perfekter, gesunder Durstlöscher sind. Die Schale der Birne dürfen Hunde mitessen, aber nicht die Kerne. Und auch den Stiel solltest du entfernen. Nummer 4. Mango. Eine sehr saftige und überaus leckere Frucht ist Mango. Wegen ihres vollmundigen Geschmacks ist sie bei den allermeisten Hunden sehr beliebt. Durch ihren hohen Wassergehalt sorgt sie bestens für Flüssigkeitszufuhr und Kühlung. Allerdings enthalten Mangos auch viel Zucker, sodass du sie nur in Maßen füttern solltest. Kleine Hunde sollten unter 20 Gramm Mango pro Tag fressen, bei großen sollten es maximal 100 Gramm sein. Außerdem musst du den Kern und die Haut der Frucht entfernen. Nummer 5. Apfel. Äpfel zählen zum gesündesten Obst für Hunde und haben neben vielen Vitaminen auch einen hohen Flüssigkeitsgehalt. Das macht sie zu einem idealen Sommersnack, nicht nur für dich, sondern auch für deinen Hund. Doch aufgepasst, nicht für jeden Hund gilt die Regel, ein Apfel am Tag erspart den Doktor. Einen ganzen Apfel an einem Tag dürfen wirklich nur sehr große Hunde fressen. Kleine Hunde dürfen maximal ein Viertel und mittelgroße einen halben Apfel haben. Verfüttern darfst du außerdem nur das Fruchtfleisch, mit oder ohne Schale, aber nicht die Kerne und den Stiel. Nummer 6. Gurke. Gurken bestehen zu 95% aus Wasser. Kein Wunder, dass sie den Durst so perfekt löschen. Die meisten Hunde mögen Gurken und so kannst du deine Fellnase ganz lecker und gesund erfrischen. Da Gurken einen sehr geringen Zuckeranteil haben, kannst du bedenkenlos auch etwas mehr davon verfüttern. Hier gibt es nicht so strenge Regeln wie bei den anderen Obst- und Gemüsesorten. Außerdem darf dein Hund alles von der Gurke fressen. Nummer 7. Ananas. Ananas gilt als Superfruit und ist nicht nur gut für Menschen, sondern auch für Hunde. Neben einem hohen Gehalt vieler Vitamine und Mineralstoffe hat Ananas auch einen Wassergehalt von 82% zu bieten und ist damit eine leckere Erfrischung. Wegen ihres hohen Zucker- und Säuregehalts solltest du deinem Hund aber nur kleine Mengen geben. Nummer 8. Orange. Saftig und super vitaminreich, das sind Orangen. Zum Glück dürfen auch Hunde Orangen fressen und haben damit eine weitere leckere, gesunde Erfrischungsmöglichkeit für den Sommer. Da Orangen zu den Zitrusfrüchten gehören, sollten magenempfindliche Hunde sie aber nicht fressen. Für alle anderen gilt, 1 bis 2 Stücke am Tag sind kein Problem. Nummer 9. Karotte. Wer hätte es gedacht? Trotz ihrer Härte haben Karotten 90% Wassergehalt. Zudem sind sie reich an Nährstoffen. Rohe Karotten sind ein leckerer und gesunder Snack für den Sommer. Das Kauen des harten Gemüses ist zudem auch eine Alternative zu Zahnpflegesticks. Je nach Größe darf dein Hund 1 bis 3 kleine Karotten pro Tag haben.
Enthalten sind Obst und Gemüse übrigens auch in Barf-Futter. Barfen ist, richtig gemacht, wohl die gesündeste Art überhaupt, deinen Hund zu ernähren. Wenn du wissen willst, wie das geht, kann ich dir den Barf für Hunde 2.0 Online-Kurs nur wärmstens empfehlen. Einen Link dazu findest du unter diesem Video in der Beschreibung. Möchtest du jetzt noch wissen, welche 6 Fehler im Sommer für Hunde extrem gefährlich werden? Klicke links auf das Bild, um es zu erfahren. Oder interessiert es dich, welche 5 Heilkräuter für Hunde wahre Wunder wirken? Dann klicke jetzt auf das Bild rechts.